Ja, hallo liebe Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Und heute das Jahresjubiläum unserer Bauchwasserwärmepumpe. Dazu habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, wo wir jetzt auch gleich einsteigen. Ich mache mal kurz das Mikro, damit ihr mich besser hört. Und auf geht's in die Präsentation. Ja, wie gesagt, heute Thema Bauchwasserwärmepumpe. Die haben wir letztes Jahr in Dortmund eingebaut. Strommessen haben wir seit Anfang September letzten Jahres dran. Und das ist jetzt ein Jahr her oder war vor 2 Wochen ein Jahr her. Und jetzt gibt es das Video mit der Auswertung der ganzen Daten. Für alle, die die Videos nicht kennen bisher, erstaunlicherweise, dann eben für euch nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben letztes Jahr, noch im Folge der ganzen Ukraine-Krise, Gasungewissheit im Winter, haben wir uns eine Brauchwasserwärmepumpe eingebaut, die einfach quasi jetzt mit Strom unser Wasser bereitet. Und zwar entschieden haben wir uns damals für eine Viessmann Vitokai 060A T0ZE. Es gibt verschiedene Modelle dieser Viessmann Vitokai 060A. Es gibt eben das Modell ohne Wärmetauscher, ohne externen Wärmetauscher. Es gibt das Modell, das wir haben eben. Und es gibt das Modell mit einem externen Wärmetauscher. Jetzt seht ihr einmal eine schematische Zeichnung. Bei der T0ZE, das ist eben das Modell, was rein nur über Strom eben euer Warmwasser erzeugen kann. Da habt ihr eben hier einen Notheizstab drin, ne, falls eben die Temperatur, die Ansaugtemperatur so weit fallen sollte, dass das eben nicht mehr funktioniert mit der Wärmepumpe, mit der Wärmeerzeugung, bis auf die Temperatur, auf die Zieltemperatur zu kommen. Dann würde eben dieser Heizstab hier einspringen. Und wenn ihr jetzt das Modell mit Wärmetauscher nehmt, dann hättet ihr hier noch quasi noch eine Kupferschleife drin, wo ihr zum Beispiel eure Gasheizung oder eine, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund eine Solarthermie anschließen könnt. Das könnt ihr dann auch machen. Ne? Dieses Modell ist eben nur für Strom. Wir haben die Version in 254 Liter gekauft. Es gibt auch nur eine 180 Liter Version. Die ist ja halt eben ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, ein bisschen tiefer. Hätte auch im Keller besser reingepasst. Das Ding ist wirklich sehr hoch jetzt. Wenn ihr euch die anderen Videos anguckt, ist das quasi nur ein paar Zentimeter unter der Decke. War auch schwierig, das Teil da reinzukriegen überhaupt. Aber es hat funktioniert. Wir haben uns damals für die Außenluftvariante entschieden, also für die auslauffähige Variante. Es gibt auch noch eine, die ist nur für Umluftbetrieb geeignet. Ich kann euch nicht genau sagen, wo der Unterschied ist. Vermutlich irgendwie innerhalb der Wärmepumpenkomponenten. Die Außenluftvariante ist dann jedenfalls, die kann man an Ausluft anschließen, das heißt, man kann sich Ausluft ansaugen. Wir haben eben die bestellt mit der Absicht, dass wir das vielleicht die Option haben. Aber wir haben sie erstmal nur in Umluftbetrieb angeschlossen, auch wegen dem Platzmangel unter der Decke, um diese Außenluftadapter überhaupt anzukriegen. Man muss erstmal mit so einem relativ dicken Styropor, Ellbogen sozusagen, also Rohr muss man erstmal um die Ecke kommen. Das passt nicht so ohne weiteres bei uns. Da haben wir erstmal das Ding im Umluftbetrieb laufen lassen. Ich muss sagen, das läuft ziemlich gut. Im Sommer ist uns die Effizienz egal, die man vielleicht mit Außenluftvariante rausholen könnte. Und im Winter ist die Umluftvariante eher ein bisschen effizienter, weil eben die Luft im Keller immer relativ konstant, zumindest über 10 Grad ist. Ja, das Ding hat eine SG-Ready-Schnittstelle, eine Smart Grid-Ready-Schnittstelle, eben damit man eine PV-Überschusssteuerung anschließen kann. Das heißt, es ist eine relativ primitive Steuerung, wo ihr einfach über einen Schalter, also über ein Relais oder eben, wenn ihr wollt, wenn das mal machen wollt, einen Lichtschalter, einfach quasi einen Kontakt schließen könnt an der Wärmepumpe und sie dann eben damit signalisiert kriegt, es ist günstiger Überschussstrom da und dann eben die Zieltemperatur erhöhen würde. Das heißt, ihr könnt sie nicht quasi aktiv steuern, sondern könnt einfach nur sagen, okay, jetzt anstatt auf eure zum Beispiel eingestellten 52 Grad, die wir jetzt eingestellt haben, heize bis auf 62 Grad hoch. Als Kältemittel wird ein relativ modernes Kältemittel verwendet, das R1234ZE. Das hat ein GWP, also ein Global Warming Potential von 7. Das heißt, es ist quasi 7-mal klimaschädlicher als CO2. Das ist die Aussage. Füllmenge 1,35 Kilogramm, könnt ihr euch mal so ein bisschen merken. Also wenn ihr die beiden Werte multipliziert, hättet ihr quasi das CO2-Äquivalent, den dieses Kältemittel quasi mit den Wärmepumpe gefüllt ist, entspricht. Volumenstrom, ne, man muss natürlich der Luft ordentlich Wärme entziehen, das heißt, man braucht nur Volumenstrom, das ist so 330 bis 375 Kubikmeter pro Stunde. Das kann man so ungefähr vergleichen mit dem, was zum Beispiel moderne Dunstabzugshaube machen, die machen so bis zu 500 Kubikmeter pro Stunde. Elektrische Leistungsaufnahme nominell 425 Watt im Schnitt. Das ist aber stark temperaturabhängig. Bei höheren Temperaturen, wenn die Temperatur im Speicher höher ist, zieht sie mehr Strom als bei tiefen Temperaturen. Hängt auch ein bisschen mit der Ansaugtemperatur zusammen. Ja, also man sieht das quasi, dass das quasi korreliert, die Leistungsaufnahme und die Temperatur im Speicher. Der COP-Wert gibt es eben zwei verschiedene Angaben hier. Einmal seht ihr hier die A20 W10 bis 53. Das heißt im Endeffekt, ihr habt eine Ansaugtemperatur von 20 Grad der Luft
und heizt das Wasser von 10 auf 53 Grad auf und dabei erreicht er einen mittleren COP-Wert, also mittleren Wirkungsgrad von 3,17. Das heißt, im Mittel macht das 1 Kilowattstunde Strom, 3,7 Kilowattstunde Wärme. Wenn die Außentemperatur eben jetzt auf 7 Grad fällt, hier das A7, dann sinkt der COP eben von 3,1, sinkt der COP eben von 3,7 auf 3,17. Ja, real ist es natürlich so, dass er das Wasser nicht von 10 Grad auf 53 Grad jeden Tag erwärmt, dann hätte ihr nämlich morgens arschkaltes Wasser, wenn der Wärmepumpe angeht, sondern ihr werdet in der Regel euch so in einem Temperaturspreizung von vielleicht maximal 20 Grad bewegen, ne? So, die Wohlfühltemperatur am Zapfhahn, so warmes Wasser, auch zum Duschen, ist in der Regel so um die 40 Grad. Das heißt, ist das Wasser kälter, was noch im Speicher ist, duscht ihr kalt, mehr oder weniger, oder fühlt Dennis, dass er noch lauwarmes Wasser kriegt. Darüber wird eben einfach runtergemischt. Ne? Da wird das heiße Wasser mit kaltem Wasser gemischt, um das mal einfach mal allen klar zu machen, die es eben nicht so auf dem Schirm haben. Also bei uns ist es so, dass in der Regel die Temperaturspeizung, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf 53 Grad heizen würden, hätten wir morgens ungefähr noch, würden wir bei 38 Grad oder sowas wieder anfangen zu heizen. Das heißt, real ist der COP natürlich schlechter, weil die eigentlich nur im oberen Temperaturbereich arbeitet. Die Wärmeleistung, die Wärmepumpe bringen kann, ist von 1,17 bis 1,7 kW. Hängt eben von der Außentemperatur ab. Wenn die Außentemperatur höher ist und die Wassertemperatur kalt, hat sie eine höhere Heizleistung. Ist es umgekehrt die Außentemperatur sehr kalt, dann ist sie eben eine geringere Heizleistung. Der Heizstab, der hier eingebaut ist, der Notheizstab, der hat 1,5 kW. Das heißt, der springt zum Beispiel im Winter bei uns vor allen Dingen ein, wenn eben die thermische Desinfektion gemacht wird. Und die Wärmepumpe einfach nicht mehr von alleine auf die 63 Grad kommt, die sie für die thermische Desinfektion braucht. Der jährliche Stromverbrauch, da gibt es so ein AEC-Wert, das scheint irgendwie so ein Zyklus zu sein, der liegt bei einer Annahme von 778 Kilowattstunden. Wir werden nachher sehen, ob das so einigermaßen passt. Und noch kurz zur Einstellung, ich habe sie teilweise schon erwähnt. Die Vitokarte ist eigentlich ziemlich primitiv, aber effektiv, sagen wir mal, geschaltet. Es braucht eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach, an großen Einstellungsmöglichkeiten. Sie läuft in einem Zeitprogramm, das heißt, sie ist mit einer Zeituhr gesteuert. Und das heißt im Endeffekt, die Vitokarte darf eben warmes Wasser bereiten, von 10 bis 18 Uhr in der Regel. Das ist so die Standeinstellung, die wir haben. Im Winter, glaube ich, machen wir schon 17 Uhr auf. Das ist eigentlich relativ egal. Also in diesem Zeitraum ist sie darf sie warmes Wasser bereiten. Außerhalb der Zeiten darf sie kein Wasser bereiten. Aber wenn sie fertig ist, hat die eben 250 Liter warmes Wasser drin. Ne? Das ist jetzt auch nicht so schnell aufgebraucht. Zieltemperatur ist in der Regel auf 52 Grad Celsius eingestellt hier. Das hängt so ein bisschen von einem Komfort, den man hat. Wir sind hier zu viert. Darunter drei weibliche Haushaltsmitglieder. Die hier mögen es gerne ein bisschen wärmer zu duschen. Und 52 Grad so eine Temperatur, wo bisher keiner gemeckert hat. Deswegen habe ich die eingestellt. Wenn ein PV-Überschuss da ist, kriegt die Vitokarte von unserem PV-Wechselrichter ein Signal und dann kann sie eben von 52 Grad die Zieltemperatur auf 62 Grad erhöhen. Was noch eingestellt ist, was man auch nicht komplett deaktivieren kann, meines Wissens nach, ist die thermische Desinfektion. Das heißt, das ist quasi das Legionellenprogramm. Ne, ihr wisst, im warmen Wasser können Legionellen wachsen, wenn man eben nicht genug Durchsatz hat durch diesen Speicher. Deswegen müsst ihr auf die Speicherdimensionen aufpassen. Ich mache demnächst noch ein Video, wo ich so ein bisschen versuche, so ein paar Tipps zu geben zur Planung von so einer Brauchwasserwärmepumpe. Aber aus diesem Grund eben heizt die spätestens alle 30 Tage, das kann man einstellen, das Intervall auf die Maximaltemperatur von 65 Grad hoch mit Heizstab oder zumindest über 60 Grad hoch, um eben Legionellen, die sich eventuell im Speicher gebildet haben könnten, abzutöten. Ihr seht es ja schon geschrieben, im Sommer entfällt das in der Regel, weil im Sommer ist eigentlich jeden Tag so viel PV-Überschussstrom da, dass die Wärmepumpe regelmäßig auf über 60 Grad hochheizt und damit hat man auch mit Legionellen keine Probleme. Im Winter springt das tatsächlich alle 14 Tage an, ich habe es auf alle 14 Tage gestellt, wie gesagt, der maximale Intervall sind alle 30 Tage, also spätestens einmal im Monat geht die an. Das könnt ihr nicht ausschalten, soweit ich weiß. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature sozusagen. Ja, die Brauchwasserwärmepumpe ist ein bisschen verkabelt. Ihr seht hier einmal ein Bild von hinten, so wie das mit der Verrohrung aussieht. Ihr habt hier unten quasi einen Kaltwasseranschluss. Ne? Hier habt ihr eine Zirkulationsleitung, die bei uns ist, aber ohne Pumpe. Habe ich auch schon diverse Videos zu gemacht. Und hier oben dann eben den Warmwasseranschluss. Und dann hier oben seht ihr das noch runterhängen, das Netzteil, was einfach in eine Steckdose geht. Mehr habt ihr in der Brauchwasserwärmepumpe nicht. Ihr habt quasi maximal drei Wasserleitungen, die ihr anschließen müsst. Und ihr müsst einen Stecker in eine Steckdose stecken. Obwohl man hier aufpassen muss, bei uns war tatsächlich kein Schokostecker dran. Den haben wir eben da dran gebaut und dann war gut. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ist eine Verbrauchsmessung eingebaut. Und zwar habe ich jetzt so einen Chedi Plus 1 PM gemacht. Der ist Vorsicht nicht geeicht, also die Werte sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich habe das mal den anderen Checker nochmal probiert. Da hat er ungefähr 8% Abweichung nach oben. Die Abweichung hat sich auch nach dem Software-Update mal geändert. Am Anfang hat er noch viel mehr angezeigt. Und ja. Also ist so eine grobe Hausnummer für den Verbrauch. Also nehmt die Werte, die am Ende rauskommen, nicht so für
tausendprozentig die bare Münze, ne? Das ist mit einem gewissen Fehler behaftet. Die Vollüberschusssteuerung, habe ich euch gerade schon gesagt, ist eben über den Schaltausgang komplett überregelt. Und das Ganze habe ich dann noch ein bisschen mit dem Smart Home, was ich Anfang des Jahres aufgesetzt habe, eben verkabelt. Das ist eben einfach, das läuft über einen I.O. Broker auf einem Raspberry Pi und da hängt im Keller, einfach im Heizungskeller direkt, hängt eben ein ESP8266, das ist so ein kleines Board mit einem ESP8266 Mikrocontroller drauf und da hängen dann eben diverse Sensoren dran, wie zum Beispiel ein SAT31-Sensor, der eben in dem Kellerraum eben die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen kann, auch relativ genau, hängt einfach so in der Luft rum, ne? Möglichst wenig Kontakt zu einem, dass man möglichst auch die Lufttemperatur misst. Und dann habe ich da noch vier DS18B20 Temperatursensoren, das sind so Standard-Temperatursensoren, die eben den Heizungsvor- und Rücklauf, ne, hier neben, sieht man jetzt nicht, steht eben noch die Heizung, messen halt Heizungsvor- und Rücklauf und eben am Wasserausgang und die Außentemperatur. Da habe ich einfach quasi, einmal einen Sensor habe ich quasi ein bisschen verlängert und habe aus dem Fenster rausgelegt. Ja, und das Ganze sendet eben über MQTT eben die Daten an den IO-Broker und da werden eben dann noch gelockt, sodass ich sie euch dann später zeigen kann. Ja. Temperaturmessung noch kurz beim Wasserausgang, weil ich kann jetzt keinen Sensor in den Speicher reinhängen. Und leider hat die Vitokal auch keine Anbindung, dass man da irgendwas auslesen kann, großartig, einfach nur ein Display die Temperatur anzeigt und auch keine irgendwelche Vernetzung in irgendwelcher Hinsicht. Dafür ist er halt günstiger als die größere, die 262A von Wiesmann zum Beispiel oder andere Wärmepumpen, was auch der Kaufgrund war. Ne? Und deswegen habe ich ihn jetzt den Temperatursensor hier an die Warmwasserleitung dran gepackt. Jetzt ist natürlich mittlerweile alles kurz danach alles isoliert worden, aber so sieht man halt schön, wie das alles gemacht ist. Und das ist mit so Klemmverschrauben gelöst, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie man das lösen kann, ohne spezielles Werkzeug zu haben. Und der hängt eben hier oben, steckt in der Isolierung drin. Das heißt, der misst eine Temperatur, die irgendwie dem entspricht, was hinten aus dem Speicher rauskommt. Mit einem kleinen Offset meistens, wenn ich das verdichten habe, was er gerade anzeigt, zu dem, was die Wärmepumpe anzeigt, man das meistens so 1-2 Grad, die ja vielleicht weniger angezeigt hat. Hier hat irgendwo gerade Heißwasser gezapft worden, ne? Hängt immer ein bisschen davon ab. Ja, hier nochmal die Erklärung zu den Leitungen, was ist, habe ich auch schon viel in Videos gezeigt. Dann kurz zur PV-Anlage, für die es noch nicht kennen, wir haben eben eine PV-Anlage bei uns auf der Doppelgarage liegen. Das ist also ein 8,4 kW Peak, bestehend aus 21 Trina Solar Vertex S 400 Peak Modulen. Das Ganze hängt an einem Plenty-Convex-Richter, der auch im Heizungskeller hängt, was im Sommer diverse Vorteile hat, weil er quasi den Heizungskeller wärmt und die Wärmepumpe eben quasi diese Wärme nutzen kann und sie ins Wasser pumpen kann. Ne? Das Ganze auch noch mit einem BYD 5 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Speicher, den könnte man noch erweitern. Man sieht hier so einzelne Module, hier oben ist Elektronik und zwei Batteriemodule, da könnte man theoretisch noch bis zu 5 Module drauf stapeln, dass man insgesamt noch, glaube ich, 12 Kilowattstunden kommt. Und es steuert alles über einen Kostal-Smart-Energy-Meter und die ist eben in Betrieb seit Dezember 2021, diese PV-Anlage. Und liefert natürlich im Sommer massig Strom, dass man so eine Brausaugwasser-Wärmepumpe locker bedienen kann. Eigentlich funktioniert das ab März schon ziemlich gut. Gucken wir uns aber alles gleich im Detail an. Ja, kommen wir erstmal zum Umluftbetrieb. Und man kann natürlich jetzt hier sagen, dass man vielleicht irgendwelche Probleme haben könnte, dass es im Winter arschkalt wird da drin. Ne? Ihr seht jetzt hier die Temperaturkurven. Ihr seht zum einen mal hier in Rot und Blau, seht ihr die minimalen und maximalen Außentemperaturen über die Zeit. Hier ist ein kleines Gap zwischen. Weil ich hier vorne hatte ich noch einen Shelly H&T mit so Batteriebetrieben und später hier dann eben das Smart Home mit dem Temperatursensor. Und an die H&T-Daten bin ich jetzt irgendwie nicht mehr, weil der gerade außer Betrieb ist, nicht rangekommen über die Cloud. Das finde ich ja ein kleines Gap. Aber hier ging es im Endeffekt auch so diesen Temperaturbereich weiter. Da war es im Januar nicht mal so erstellt. Das Kälteste war tatsächlich im Dezember irgendwann. Ne? Und ihr seht halt im Endeffekt, dass der Keller eben hier oben, das ignoriert hat. Da war einfach der Sensor noch hier oben. Dass ihr eben halt die Keller, oder nee, Quatsch, ich habe euch gerade was falsch erzählt. Hier habe ich einfach Daten online nachträglich gesucht. Ich habe keine Lust mehr, die hierfür auch noch zu suchen. Und die orange Torbe ist ja im Endeffekt eben Daten vom Shelly H&T. Und dann hier habt ihr irgendwo einen Überlappbereich, wo dann das Smart Home in Betrieb gegangen ist. Und hier habe ich dann auch tatsächlich dann irgendwann Messdaten von der Außentemperatur gehabt, sodass wir es halt so sehen könnten. Da auch minimale, maximale Außentemperatur und hier halt auch die mittlere Außentemperatur nochmal dazu geplottet. Ne? Und ihr seht halt, dass natürlich hier im Oktober der Keller noch relativ warm war. Dann ist die Temperatur zum Winter gefallen, weil es auch wirklich ziemlich kühl wurde. Hält sich dann aber eigentlich, fängt sich hier bei 10 Grad an und hält sich dann da. Das ist einfach, weil das Haus eben dann halt ein bisschen Wärme nachliefert, auch von außen und vom Erdboden auch ein bisschen Wärme kommt, weil das sind aber auch, der Erdboden ist ja deutlich wärmer wie die Luft dann außen im Winter. Und dann fängt die Temperatur eben hier dann an, quasi irgendwann ab März dann wieder langsam zu steigen. Und wir sehen auch hier jetzt im
Juni, Juli, August haben wir eigentlich durchgängig locker über 20 Grad im Heizungskeller, sodass die Temperaturen eigentlich gar kein Problem sind. Und Luftfeuchtigkeit kann man sich einmal angucken. Tut sich da irgendwas? Die Wärmepumpe entfeuchtet natürlich den Keller. Die Luftfeuchtigkeit fällt jetzt im Heizungskeller nicht ins Unermessliche, weil eben da auch Wäsche aufgehängt wird. Und da sieht man halt hier, dass man eben je nachdem mit dem H&T einmal gemessen, einmal mit dem SRT31 vom Smart Home, die passen eigentlich ganz gut zusammen, sieht man eben, dass die Temperatur sich hier so meist zwischen 60 und 70% bewegt. Ne? Im Keller ist natürlich ein bisschen feuchter immer sowieso. Aber man muss auch sagen, man muss an diese Wärmepumpe hat noch einen Kondensatabfluss, den muss man wirklich anschließen, weil da kommen locker mal so, da kann schon so 1, 2 Liter Wasser am Tag locker mal rauskommen. Ne? Also wenn man da so 10 Liter einmal drunter stellt, den muss man schon einmal die Woche ausleeren. Kommt man nicht drum, da kommt einiges an Wasser raus. Und man sieht auch hier die Tage, wenn wir vielleicht auch mal nicht da waren oder es mal ein bisschen länger quasi nicht gewaschen worden ist, die Luftfeuchtigkeit auch durchaus mal ein bisschen runtergegangen. Wenn nämlich keine Wäsche hin oder so. Ne? Dann gucken wir uns den Verbrauch an. Den Stromverbrauch. Hier seht ihr halt Daten von dem Shelly Plus 1 PM. Und das sind jetzt wirklich Tagesverbräuche. Wie viel hat er jeden Tag verbraucht? Ihr seht, das geht hier Anfang, ich glaube am 3. oder 4. September geht das los und geht hier hinten bis auch so ungefähr 3. September. Ihr seht halt hier so ein ziemliches Gezacke. Die Linie ist so ein bisschen mal so als gleitender Durchschnitt im Wochenmitte sozusagen, um euch das ein bisschen zu guiden. Wir sehen halt hier, dass hier irgendwann dann im Mitte November, Anfang Dezember gehen hier so Zacken los, so relativ regelmäßige, wo auch der Verbrauch durchaus mal auf 6 Kilowattstunden Strom hochgeht. Das sind einfach die Tage, wo die thermische Dissipation angesprungen ist. Das heißt, hat die Wärmepumpe nicht, da war die Temperatur im Keller so weit unten mit 10 Grad, dass die Wärmepumpe eben nicht mehr auf über 60 Grad kommt alleine. Und dann geht einfach der Heizstab an, dann zieht das Ding eben 2 kW für 2 Stunden, dann ist das Ding heiß. Und ja, das sollte man eben tun. Man kann das noch weiter verlängern, diese Intervalle, dann würde man ein bisschen Strom sparen. Man sieht ja, das ist dann auch so ziemlich hier im März dann irgendwann wieder vorbei, spätestens im April, weil da ist dann regelmäßig PV-Überschussstrom so da, sodass die Wärmepumpe hoch genug heizt. Und im Sommer ist das kein Thema mehr. Wir haben so einen kleinen Einbruch, das habe ich auch schon in einem anderen Video erwähnt. Da ist einfach die Shelly Cloud ausgefallen, das sind jetzt Daten aus der Shelly Cloud. Und hier haben wir so ein kleines Plateau, auch das habe ich zuletzt thematisiert in dem Video, das ist einfach, da waren wir im Urlaub. Die Wärmepumpe lief eben durchgängig mit 52 Grad, ohne dass irgendwer Wasser entnommen hat. Und das ist quasi ein Standby-Verbrauch, den man quasi hat, egal ob man jetzt bei uns den wir jetzt bei uns im Haus haben, egal ob wir Wasser entnehmen oder nicht. Das hängt mit der Zirkulationsleitung zusammen, die wir da hängen haben. Wenn nicht, wenn wir die jetzt komplett loswerden können, so einfach, dann würden wir eben da wahrscheinlich noch auf eine halbe Kilowattstunde runterkommen. Das wäre einfach so der Standby-Verbrauch, weil jeder Speicher hat natürlich auch Wärmeverluste. Und wenn man jetzt die ganzen Verbräuche eben zusammenzählt, kommt man jetzt in der Shelly Cloud auf einen Verbrauch von 792 Kilowattstunden. Wie gesagt, hier fehlen so ein paar Datenpunkte hier vorne, weil einfach die Cloud ein Problem hatte. Sagen wir mal 800 Kilowattstunden ungefähr würde man jetzt in der Shelly Cloud messen. Das werden wir gleich nochmal im anderen Logging vergleichen, weil das Ganze ist auch noch in so OpenWB Wallbox eingebunden, als in das Smart Home System und wird da auch nochmal mitgeloggt und wird natürlich jetzt mittlerweile auch in einem anderen Smart Home System auch nochmal mitgeloggt. Ne? Also das ist ein bisschen jetzt quasi dreifach abgesichert, jetzt Logging-Daten. Jetzt gucken wir uns das nochmal in der OpenWB an. Hier ist quasi als weiße Linie, habe ich es ein bisschen dicker gemacht, ist auch nochmal dieselben Verbräuche wie eben dargestellt. Und jetzt habe ich das quasi in der OpenWB, kann ich das aber aufschlüsseln quasi, weil jetzt quasi ich auch die PV-Daten kriege. Das heißt, ich kann jetzt quasi auseinanderrechnen, an welchem Tag ist die Wallbox Wärmepumpe mit PV-Strom gelaufen, an welchem Tag Matchstrom oder an welchen Tagen hat sie teilweise Matchstrom, teilweise PV-Strom gezogen. Das seht ihr jetzt quasi als grün und rote Linie. Grün logischerweise ist der PV-Strom, ne, weil es ja gut, deswegen ist er grün. Und rot ist der böse Netzstrom. Und wir sehen natürlich hier dann effektiv im Winter liefert die PV nicht mehr. So ab November bis, sagen wir mal, im Februar irgendwann läuft die Wärmepumpe eigentlich ausschließlich mit Netzstrom, weil der PV-Strom in dieser Zeit einfach gerade, weil die PV-Anlage eben noch flach liegt, eben noch nicht mal fürs Haus reicht. Ne? Dann kann auch kein Strom für die Wärmepumpe übrig sein. Video, wie ich das ausgerechnet habe, habe ich zuletzt mal gemacht. Und so kann man eben dann auch unter Tidrate quasi ausrechnen. Aber wir sehen auch hier dann so im Februar, März, da zickt es noch so ein bisschen, ne? Aber ab so April spätestens, da reicht das eigentlich dann durchgängig bis dann eben Oktober für die Wärmepumpe der Strom immer aus. Ne? Das hängt auch damit, und das läuft, ist auch tatsächlich physikalisch größtenteils so, dass es jetzt quasi tatsächlich so gerechnet, dass erstmal der Hausstrom Priorität hat, dann die Wärmepumpe, dann das Auto. Und das ist also auch physikalisch sogar auch so, weil die Wärmepumpe natürlich durch die Zeit schon immer in den Stunden läuft, wo die PV-Anlage safe Strom produziert.
Erst kann man sich auch nochmal das Balkendiagramm angucken, wie das so monatlich aufgeteilt ist dann eben. Da seht ihr jetzt auch in Blau quasi den Verbrauch, in Rot eben den Netzbezug in dem einzelnen Monat und in Grün nochmal die PV-Stromabdeckung. Seht ihr natürlich hier Dezember, Januar, reiner Netzstrom, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ihr seht auch hier immer um die 60, 70 Kilowattstunden Strom verbraucht das Ding im Monat bei uns. Davon habe ich zuletzt auch mal wieder ausgerechnet, sind 15 Kilowattstunden der Zirkulationsleitung geschuldet. Wenn man loswerden würde, es also nochmal ein bisschen sinken. Aber die direkt wieder ein bisschen Komfort flöten und es ist bei uns auch nicht so einfach, diese Leitung eben zu klappen. Und wir sehen halt ab Februar schon los, dass wir teilweise PV-Strom haben. Ab März ist quasi 50% schon wieder autark. Und ab April ist quasi schon fast kein Netzbezug mehr da. Das sind selbst bei den Strompreisen, die wir damals hatten, eben 4 Euro im Monat. Ne? Das ist auch nicht mehr die Welt. Die OpenWB hat immer zur Schneecloud ein bisschen Abweichung. Ich gebe euch jetzt hier wirklich die reinen OpenWB-Werte. Ne? Das ist aber quasi mit Hausverbrauch, das verrechnet sich scheinbar immer so ein bisschen. Das passt dann am Ende wieder. Gesamt haben wir also in der OpenWB stehen für dieses erste Jahr Brauchwasserwärmepumpe 728 Kilowattstunden, davon 705 Kilowattstunden PV-Strom. Hier auch nochmal eine andere Darstellung, wer es lieber so mag, da sieht man so ein bisschen schöner diese Kurven, wie es sich verhält. Ne? Und dann kommen wir aber auch schon zur Autarkie. Wir sehen hier quasi als Autarkie September 90%, Oktober waren es 60%, im November waren es dann nur so um die 5% Autarkie. Dezember, Januar natürlich logischerweise null, weil eben der Strom noch nicht mal fürs Haus reicht. Da sind wir bei unserer flachen PV-Anlage tatsächlich hier in Bereichen von so teilweise 4 Kilowattstunden am Tag. Das verbrauchen wir schon allein im Haus mehr. Februar geht es dann wieder auf 15%. März, wie ich gerade schon gesagt habe, gehen wir an die 50%. Im April 80 und die restlichen Monate ist dann eigentlich gar kein Thema mehr. Das passt easy. Ne, da ist mehr als genug Strom übrig, ab Mai spätestens. Und jetzt kann man ein bisschen überlegen, ne? Sag mal, ich würde sagen, sobald man über 90% ist, ist man da eigentlich ziemlich autark. Und das andere sind dann eher so Verluste, die aus Versehen mal passieren. Und wenn man jetzt eben gesamt rechnet, was ich vorher gezeigt habe, 728 Kilowattstunden und die 405 Kilowattstunden PV-Strom dazu, kommt man eben noch auf eine Gesamtautarkie der Wärme von 56%. Ich hatte mal auf den Daten vom Vorjahr, eben was wir an Einspeisung hatten, eben mal auf so an die 70% gehofft, das haben wir eben nicht geschafft. War aber auch dieses Jahr im Frühjahr nicht so richtig geiles Wetter. Letztes Jahr hätten wir da im Februar, März noch ein bisschen mehr geschafft. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und ist aber, denke ich mal, eigentlich ganz okay. Von der Autarkiegrad her 56%. Wir gucken nochmal an, was das an Kosten heißt quasi. Kosten sehen wir hier. Wir haben quasi, wenn ich jetzt quasi die Einspeisevergütung rechne und die Strombezugskosten, haben wir quasi Gesamtkosten gehabt von 139 Euro für Warmwasser über dieses Jahr. Ne, wir sehen hier im Sommer quasi lächerliche Stromkosten von 4 Euro im Monat oder sowas. Das ist quasi tatsächlich die Einspeisevergütung. Könnte man drücken, wenn man jetzt die PV-Überschusssteuer tatsächlich einfach abschaltet, dann würde die Wärmepumpe ein bisschen weniger Strom verbrauchen im Sommer. Aber das sind dann nachher wirklich, da geht es um Euro im Monat, da kann man dann auch mal drauf pfeifen. Und im Winter sehen wir hier, die haben wir gerade im Januar, gehen wir hier so Richtung 28 Euro, weil das war einfach öfter mal die thermische Inspektion an. Wie verhält sich das zu Gaskosten? Ne, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Das sind jetzt tatsächlich die Gaskosten auf die einzelnen Monate gerechnet und die Stromkosten auf die einzelnen Monate gerechnet auch. Und wir sehen halt, Stromkosten wären es gewesen eben 139 Euro, sind es 139 Euro. Wenn ich jetzt Gaskosten dazu rechne, das ist so auf Rechnung ungefähr 7 Kilowattstunden am Tag, das ist so ein Wert, den ich aus letzten Sommer genommen habe. Als die Gasheizung nicht lief, sondern nur Wasser produziert hat, da waren so 210 Kilowattstunden im Monat im Juni, im Juli. Das macht dann eben auf 30 Tage so um die 7 Kilowattstunden am Tag. Da wären es halt dann ungefähr 308 Euro gewesen. Also Pi mal Daumen so 160 Euro haben wir gespart. Wobei man sieht es auch hier in den Balken, die größte Ersparnis, logischerweise, wo überhaupt die Ersparnis da ist, seit quasi Januar. Also die 160 Euro sind tatsächlich erst ab Januar. Weil im letzten Jahr hatten wir noch einen Gaspreis von 5,7 Cent. Der hat sich die Wärmepumpe natürlich finanziell im Leben nicht gelohnt. Auch wenn der Strompreis da auch noch 24 Cent war in diesem Monat. Ne? Deswegen schießt das hier dann quasi im Januar deutlich über den Dezember hinaus, obwohl wir fast denselben Netzbezug haben. Aber hier rechnen wir mit einem Strompreis von 24 Cent, hier dann auf einmal mit 44 Cent. Und dann kompensiert die PV das aber wieder, was im Gaspreis natürlich nicht möglich gewesen wäre. Also die größte Ersparnis kommt tatsächlich hier ab Januar. Wir sehen auch hier ab Januar, wo wir nur Netzbezug hatten, wären wir selbst in der Wärmepumpe minimal günstiger gewesen im Monat bei den Warmwasserkosten. Ja,
CO2-Emissionen können wir uns auch mal angucken. Wir reden ja mal ein bisschen über Klima, wenn es auch geteilte Meinungen dazu gibt. Dazu habe ich jetzt hier quasi mal die CO2-Emissionen in Kilogramm pro Monat quasi aufgetragen, einfach aus den Kosten gerechnet oder aus den Verbräuchen gerechnet. Der Strom habe ich jetzt gerechnet letztes Jahr. Ich habe jetzt leider keine monatsgenauen CO2-Daten gefunden, deswegen habe ich es im Wert für 2022 gerechnet. Der ist schon offiziell beim Bundesumweltamt quasi zugänglich. Das waren 434 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom, mal eben die 322 Kilowattstunden Netzstrom, wären eben 134 Kilogramm CO2. Gas rechnet man meistens, da findet man verschiedene Werte um die 209 Gramm, das ist schon ein optimistischer Wert. Wenn man die letzten Verluste dazu rechnet, wird das mehr. Wenn es eben 209 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Gas mal, wenn ich die 7 Kilowattstunden mal 365 nehme, wären das eben 2555 Kilowattstunden. Und das wären eben 533 Kilogramm CO2. Wenn man jetzt dagegen rechnet, was da quasi ein Kältemittel drin ist, kann man mal so vergleichen, ne? Das Kältemittel hat ja auch quasi ein Klimapotenzial. Das waren 1,35 Kilogramm, ne, mal 7, sind also irgendwas bei 10 Kilogramm. Also die CO2-Emissionen des Kältemittels haben wir ganz locker wieder drin, weil wir hier quasi schon 400 Kilogramm CO2 im ersten Jahr eingespart haben durch die Wärmepumpe. Ja, hier auch nochmal, werden tatsächlich an Kältemittel wären quasi 9,45 Gramm Kilogramm CO2-Äquivalent. Wir haben 400 Kilogramm eingespart an CO2-Emissionen. Also CO2 mäßig hat sich das Ding quasi nach einem halben Jahr, also nach sehr kurzer Zeit schon locker amortisiert. Ja, fassen wir kurz einmal zusammen. Wir haben diese Wärmepumpe letztes Jahr im Juli, glaube ich, Juni oder Juli habe ich die bestellt. Online, bei Heimat24 habe ich euch auch schon mal verlinkt, wo ich das bestellt habe. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Gab ein paar Lieferverzögerungen, aber ein Grund für die Entscheidung war auch damals, dass sie am unteren Ende der ganzen Kosten der ganzen Wärmepumpen angesiedelt war und sie war noch lieferbar. Das war letztes Jahr ein gewisses Problem. Und gekostet hat sie damals 2.051 Euro. Sie ist teurer geworden, habe ich zuletzt geguckt, auf jeden Fall. Aber was ist nicht teurer geworden? Und dazu kommen dann vielleicht nochmal so 100 Euro für Material, ne? Rohrleitungen, Fittinge quasi oder Verschraubungen in dem Fall. Das hat Zeit gekostet. Das ganze Material braucht man ja nicht unbedingt, was ich da dran gekabelt habe. Ein bisschen Rohrisolierung braucht man natürlich noch. Das sind so die Sachen, die ich ja kaufen musste. Das heißt, wir kommen so ungefähr auf 2250 Euro, die das gekostet hat. Eingebaut habe ich selber. Das hat, keine Ahnung, 6 Stunden gedauert oder sowas vielleicht. Mit alten Speicher entleeren, abbauen, wegschieben, neuen Speicher hinschieben, wieder alles anbauen. Ne? Und dreimal zum Baumarkt fahren, weil ich was vergessen hatte. Also das ist locker machbar. Weil ihr sagt, ihr habt drei Wasserleitungen anschließen müsst, einen Kondenswasserschlauch, und erstmal einen Eimer hin für den Anfang. Und einfach einen Stecker in der Wand, in die Steckdose stecken. Ne? Also, das ist alles kein Hexenwerk, sondern eine Brauchwasserwärmepumpe anzuschließen. Stromverbrauch über ein Jahr, ich habe das jetzt mal so gemittelt aus quasi der Shelly Cloud und der OpenBB, sagen wir mal ungefähr 87 Kilowattstunden sind das im Jahr gewesen. Das entspricht, wenn ihr mich recht erinnert, den 776 AEC ziemlich genau, ne? Also, da haben wir ziemlich genau getroffen tatsächlich. Also, diesen Wert kann man sich offensichtlich einigermaßen nachrichten. Hätten wir jetzt quasi keine Zirkulationsleitung, wären es wohl nochmal, vielleicht 100 Kilowattstunden oder so weniger, könnte ich mir vorstellen. Ohne PV-Überschusssteuerung im Sommer wäre es auch nochmal weniger definitiv, weil wir eben dann die Temperatur öfter nur auf 52 Grad fahren würden. Aber PV-Überschuss hat auch seine Vorteile, weil wir eben zum Beispiel an so Tagen wie heute wieder ein Tag war, gestern haben wir wenig Auto geladen, war viel PV-Strom da, das heißt, er hat auf 62 Grad hochgeheizt. Heute Morgen war das Auto relativ leer, weil wir gestern gefahren sind. Mussten brauchen also viel Strom fürs Auto. Und das hatte eben dann den Vorteil, dass die Wärmepumpe eben, weil sie noch relativ warm war, vom Vortag eben heute nur 0,6 Kilowattstunden gezogen hat. Ne? Das sind so ein bisschen Verbrauchsverschiebungen, die man diese PV-Überschusssteuerung eben machen kann. Autarkie über ein Jahr mit der Brauchwasserwärmepumpe waren 16%, habe ich euch auch gerade gezeigt. Kostenersparnis 169 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, vielleicht zum Anschaffungspreis, klar. Wobei man da jetzt auch noch berücksichtigen muss, der alte Warmwasserspeicher, den wir hatten, den wir rausgeschmissen haben, der war auch schon 18 Jahre alt und bei der letzten Heizungswart und Saatdeninstallateur, wir können uns darauf einstellen, dass der nicht mehr so wahnsinnig lange hält. Ne? Wenn man guckt, was ein neuer Warmwasserspeicher kostet, das waren 160 Liter Buderus-Speicher, die waren zumindest letztes Jahr auch schon mal so Richtung 1000 Euro, ne? Ohne Einbau im Internet zu haben. Ne? Das heißt, da hätten wir wahrscheinlich auch deutlich über 1000 Euro rechnen können, wenn wir ihn austauschen müssen. Dann ist der Weg tatsächlich gar nicht mehr so weit zu den 2250 Euro. CO2-Einsparung liegt bei ungefähr 400 Kilogramm. Das heißt, das Kältemittel sozusagen hat sich amortisiert schon klimatechnisch.
Und was auch ein wichtiger Message ist, die Wärmepumpe läuft im Umluftbetrieb, das heißt, sie entzieht der Kellerluft Wärme. Und trotzdem bleiben auch im tiefsten Winter, es war letzten Dezember ja auch mal richtig arschkalt mit minus 16 Grad hier bei uns, die Temperaturen bleiben durchaus im Rahmen. Wo die ganzen Wärme-Sachen herkommen, habe ich auch schon mal eine Simulation gemacht. Die update ich vielleicht auch nochmal, weil da ein Bug drin war. Also, wenn ihr die Videos nicht verpassen sollt, gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr zu Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat.